mich zu nichts zwinge. Okay. Also, ich habe Aufnahme und Stream schon mal gestartet. Wir warten noch auf de Lord Bucket die Pulver. Multiplayer Horsten. Instanzierte Beute. Ja. Also, er lädt jetzt mein Profilbild hoch und braucht 5 Millionen Neo. Geil. Wir sind jetzt, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich bin komischerweise viel fitter wie vorhin, wo du da warst, wo wir Tittenquest aufgenommen Na, bis jetzt wieder bin ich Arsch. haben. Ich war jetzt noch Dusche, jetzt bin ich fresh am Start. Hat das jetzt genommen? Siehst du mich? Als Profilbild? Pimmel. Warte mal, muss ich gucken. Muss ich gucken, muss ich mal Steam aufmachen. Steam, 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 Steam. Freunde. Na, ich sehe es noch nicht, aber vielleicht erst, wenn ich es starte. Komisch, ich glaube, es hat gerade geklappt. Arschloch. Ja. Ich hab überhaupt gar keine aktuellen Bilder. Mehr in the summer in the city aufgehört. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Brau, 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 brau. Wo ist der Bug? Wo ist der Bug? Backpulver, Buh. Ich darf nicht so viel mal alte Bilder mehr angucken. Warum? Schon noch lange war. Die wachsen doch. Die sind doch schon lang, Woche jetzt, also. Wünscht. Ja, ajo. Selbst wenn du jetzt wieder lange Haare hast, bist du trotzdem alt. Schatz, du bist immer 4 Jahre älter als ich. Merkt ihr es? Das hat das gerade oben, das scheiß Bild. So ein Scheiß. Also Raven King versucht sein Profilbild auf Steam hochzuladen. Weil da hat er gar keinen. So, jetzt. Ja, ich weiß jetzt, bist du schon gewachsen, ne? Im Vergleich zu frisch ab. Fresh up. Was war denn das? Oder hat sich mein Spiel aufgehängt? Ich hab's Spiel kaputt gefurzt. Ah, jetzt geht's wieder. Solange du mich noch angucken kannst und mich erkennst. Natürlich. Ich guck grad, was ich mal so leveln könnte. So leveln. Leben? Hast du Level abnehmen? Ich schnell. Ich gucke einfach nur im Menü. Ich habe ja, wenn ich es mit euch spiele, nicht so viel Zeit im Menü als zu gucken. Ah ja, ich sehe euch. Grüße, Funde Fra. Grüße. Grüße. Ich glaube, ja, ich gucke einmal noch. Miau, 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 miau. Ah, macht einen Kritz. Let's get Ah, nee, critical, critical. So geil, so Hallo. geil. Hi. Hallo, Pa, Sorry, ich wollte ein Backpulver. bisschen später. Pa Was? Backpulver.
Ich habe gesagt, sorry, das wurde ein bisschen später. Bei uns ist gerade die Waschmaschine verreckt. Wir mussten gerade eine neue Waschmaschine bestellen. Oh. Ah, ja, da freuen sich alle. Geil. Hast du endlich so geil stinkig vom Rennen, wie ich dich haben will? Was? Stinkig vom Rennen? Nee. Oh, ich will dich stinkig. Was ist denn jetzt mit dir los? Stinkig und geil. Aha. Ah, das ist ein Darker. Schöner Tag. Ein schöner Tag. Sehr schöner Tag. Freitag. Oh, jetzt schon wieder Donnerstag. Ja. Gott sei Dank. Morgen bin ich Testperson von einer von der Polizeihundestaffel als Ausbildung. Wie, du wärst als Polizeihund ausgebildet? Du bist ein Sandsack quasi. Nee, ich bin kein Sandsack, ich bin ein Drogensack quasi. Einer, der Drogen schmuggeln soll. Ich krieg echte Drogen. Mal gucken, was es ist. Darf ich auch mal probieren? Darf ich mal probieren? Das muss ja so realistisch gut sein wie möglich. Folge 3. Ist das Shit? Ist das Shit? Oh. Ach, Shit. Guter Stift. So, was ist los? Wie geht's? Was geht? Nochmal. So. Bist du ready an der Spaghetti? Ich beitrete mal. Neitrete. Drin. Guck mal, ich steh in der drin. Yeah. Boah. Backpulver mir bumsen gerade, komm her. Ja, warte mal. Wenn du gleich helfen kannst, das soll. Nee. Optionsmenü. Steuerung. Schnellwahlplatz 9. Ha! Maus 4, es funktioniert. Das ist geil. Machst du auf die Maus 5? Hallo. Geht's. Zurück zum Spiel. Hallo. Kommt mal kurz mit. Könnt ihr, weil ich habe eben aus Versehen, bevor ihr rein seid, eine Quest abgegeben. Könnt ihr die nochmal abgeben? Die war bei dem hier oben, glaube ich. Oder bei dem im Vorzimmer. Nö. Verräter. Tut mir leid. Ich wollte einfach nur abbatschen, weil ich gedacht habe, es gibt eine neue Quest. Ja, erledigt. Ja. Oh, ich brauche mein Tierchen. Komm her. Ach, stimmt ja. Hui. Musst du bei deinem Anomo aktivieren, dass es A greift? Nö, das macht's automatisch. Das muss ich bei mir machen. Echt? Ja. Ist er dämlich. Geh mal nuff. Das ist aber Fähigkeit aus dem Fähigkeitenbaum, ne? Ja. Ja. Ja, diese Tiere, die du. Sind das schon wieder vor hier? Mensch. Die du bei Devotion hast, das sind nicht wirklich Tiere. Das ist einfach nur. Das ist eine Fähigkeit. Ja. Aber das also, heißt dann der schwarze Rabe. Und dann kommt der schwarze Rabe bei 4% Angriffschance oder so einem Scheiß. Mensch, die zerplatzen ja schon alle, was sind da los? Ich schau, was geht es? Nee, du seid ihr. Ich mache gar nichts. Ah ja, stimmt, das wollte man dir noch sagen. Wir haben die letzten 3 Tage jeden Abend 8 Stunden gespielt. Nee, Quatsch. Ich bin jetzt Level 100. Ich bin jetzt Level 124. Ja, wir müssen spielen, bis die Ernst vorne drauf ist, das merkt er nicht. Ja. Mutter, Schüssel! Ja. 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 Ah, übrigens Mutter, Schüssel, der Drachenlord darf jetzt überhaupt gar nicht mehr streamen. Das ist das mit deinem Drachenlord, ey. Ja, er darf das gar nicht mehr. Er hat nochmal Push gekriegt, jetzt hat das Ganze in der Sack gekriegt. Ja, das war doch vorher auch schon so, oder nicht? Ja, aber er hat nochmal Push gekriegt, wo wir uns nochmal auf Deutsch, auf ihn verständliches Deutsch übersetzt hätten. Rainer, nein! Nein, nein! Gearbeitet! Gearbeitet! Ja, das ist aber, also. Ich meine, ja, er ist irgendwo selber dran schuld, ja? Aber auf der anderen Seite, ich verstehe das halt auch, wenn sie es mir jetzt verbieten würden, das ist schon scheiße. Ich meine, für mich ist es ein Hobby, für ihn ist es aber Lebensunterhalt, ne? Ja, weil er zu faul ist, was anderes zu machen. Aber gut, was heißt zu faul? Es gibt genügend Content Creator, die
nur dort davon leben. Und das ist halt auch schon erwitt, aber er hat ja hauptsächlich von deinen Streams gelebt, wo er ja, einfach nur dort hockt. Wenn man Content hat, vielleicht, ja. Ja, also das, dass das viel Arbeit ist. Der hat doch keine Arbeit da neu gesteckt. Hm. Kannst du das auch? Außerdem, wenn der denn. Das ist ein Item, das ist ein Item. Ich weiß, mach mal. Nee, das konnte ich, ich hab das Item, glaube ich, nicht mehr. Wenn der den Ortrag richtig gestellt hätte oder das richtig dargestellt hätte, hätte er auch eine Lizenz kriegen. Ja gut, die muss er ja erstmal bezahlen und je nachdem, wie groß die das einschätzen, muss er ja blechen. Das richtet sich ja noch größer. Da war jetzt einer in der Pfalz, der hat noch gefragt. Und das ist ein kleiner Streamer, also bist also schon viel größer wie wir, aber immer noch ein kleiner Streamer, ja. Und der hat für seine Lizenz einen Hunderter latzen müssen. Den hat's jetzt aber. Ein Hunderter, ne? Was noch okay ist im Gegensatz zu Gronkh, wo sie fast 10.000 dafür zahlen oder so. Ja, das ist alles nur noch Geldmacherei. Ja, gut, auf der anderen Seite, wie, ne? Also, guck, kennt Mensch mehr irgendwas anderes, dann wird halt das besteuert. Natürlich. Irgendwann gibt es noch Rundfunkgebühren auf PCs oder YouTube oder wie auch immer. Auf PCs gibt es die sowieso. Ja, also, jeder Ach Haushalt so. Generell. Stimmt. Weil, die haben vorher in Sachen PCs abgerechnet, weil du kannst ja theoretisch über Webradio Radio empfangen. Ja, das stimmt. Und mittlerweile ist es so gemacht, dass jeder Haushalt pauschal zahlen muss. Naja, total, ja. Mittlerweile kann ich ja sogar, glaube ich, über eine Taschenuhr Radio empfangen und alles andere. Ja, ja. Telefonieren ja. Und so ein Scheiß. Ja, aber clear mal erst links. Ja, anscheinend. Er tut jetzt, was ich mitgekriegt habe, habe ich gelesen beim Altschauerberg Express. Oh, da ist er höher. Der Altschauerberg Express. Du da jetzt. Achtung. Also waren wir schon drin. Ah, nee, doch nicht. Du da, jetzt doch? Auf Porn. Doch, da waren wir. Egal, kann man auch klappen, oder? Wenn du auf Pornhub Unboxing-Videos machen. Unboxing-Videos? Pornhub? Ja. Warum? Besser. Macht der Unboxing oder was? Oder was? Ja, da war so ein Ausschnitt beim Outboxing. Beim Altschauerberg Express wurde runtergeschrieben, stand aber, du bist so erbärmlich. Oh Mann. Er kriegt's halt einfach nicht hier. Ich meine, das ist ja auch für die Altersversorgung, das ist klar, dass. Das ist halt die Zukunft, das ist doch scheiße für jemanden. Da wird es vielleicht gerade recht gescheißer, jetzt ist er ja gezwungen, was zu schaffen. Er kann doch nicht mal so weit denken. Ja. Denn der Haus fällt ja schon auseinander. Weil sind ja alle Fenster eingeschmissen haben. Überwinden muss die Feuchtigkeit neu gezogen sein. Ja. Das ist schon derb. Ja, das ist schon derb. Ich meine, dass man sagt, dass er kacke ist, gut, damit. Müssen einige leben. Ja. Nicht nur er. Aber er hat es halt einfach. Ja. Überhaupt nicht erkannt, dass er irgendwie aus der. Ja, warum dass er schon in der Richtung? Ja, dass er noch Plan B braucht, wenn er in dieser Welt überleben möchte. Aber der kommt doch durch, ist doch alles gesichert. Bis jetzt gibt's noch Hartz IV. Ja gut, das schon. Aber er hat sich auch irgendwo auf die Spende von seine Fans ausgeholt, ne? Das ist schon arg. Das ist wie Hartz IV. Ja, der hat sich einfach auf die Couch gekocht, dann hat er lauter Leute beleidigt, hat keine Frage richtig gemacht. Ja, ich kenn... Und die haben dem gespendet die ganze Zeit nicht. Also, Alter, wo immer. War dann der Chat auch, So Spende-only, dass nur Leute, die gespendet hätten, irgendwie schreiben konnten oder sowas? Ich habe ja bloß Restreams geguckt. Und das ist irgendwie so nebenher, dass es Blitzpappe kann. Hey, hey, Herr Mindel, hallo! Servus! Hi. Oh, guck mal, hier ist ein Boss. Aber er will es abnehmen. Und. Hallo, Herr Lutzgor, guten Tag. Ich weiß gar nicht, tut man auf dem Pornhub Geld verdienen mit Videos oder was? Ich hab noch keins hochgeladen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es ja nicht, ich war ja noch nicht drauf. Ich hab so 2-3 gemacht, aber... Ja. Bis jetzt lebe ich ganz gut davon. Ach, irgendwas in der Arsch geschoben. Ja, natürlich. Mit Glass Ass ist Leberwurst, ey. Hey, was schon Wurst gesagt?
Dose, ey. Die war schon gestern? Ja, gut. Die war gut. Ja. Alle? Die komplette oder was? Na, Quatsch, nur so die Hälfte von der Leberwurst. Das Beste hast du auch gefangen. Natürlich. Was haben wir eingepackt? Was haben wir nochmal geholt? Die Leberwurst? Bierwurst, glaube ich. Und Brotwurst. Brotwurst. Geil. Ja, das ist scheiße, Herr Mendel. Gute Artikel 13. Also hat der Herr Mendel jetzt zwei Schlachtfest gemacht? Schlachtfest? Das war doch schon vor ein paar Wochen. Ne, die Kesselfleisch, oder? Hat er gemacht. Ja, war das letzte Woche? Nee. Also letzte Woche habe ich das Video hochgeladen oder so. Ach so. Dazu, gell? Ah, also, nee, doch. Seid ihr schon draußen? Oh, Kesselfleisch, warte. Ja. Das Blöde ist, ich dir auch mal Leberknöpf schicke, ne? Aber ich den halt kaputt. Nee, das brauchst du nicht. Die esse ich nicht so gern. Nett. Hast du schon mal Leberknöpf? Also irgendwie hängt's bei mir gerade ganz schön. Oh. Ich nochmal neu kommen, wir machen dir ein Portal auf. Nee, alles gut. Jetzt geht's wieder. Du stehst aber bei uns, ne? Oh. Ja. Du stehst. Ihr läuft bei mir. Dam. Ich bin da mit der roten Kappe, gell? Ah, dann ist gut. Hä? Ich steh grad hier rum und schmeiß Items raus. Sag doch Artikel was. 13, wie fickt man Demokratie? Ja, genau so. So. Ich hab mich gerade ein bisschen entlastet. Dass ich ready bin für neue Loot. Was auch richtig geil ist, was wir jetzt zuletzt erfahren haben, ich bin ja in Ausbildung und die Lehrgänge nach mir, die haben so wenig Andrang, dass die jetzt 30% mehr Gehalt kriegen und wir darauf vertröstet werden, dass wir ja wussten, worauf wir uns einlassen. Was ist los? Aha, wir kriegen es nicht. Alter. Warum wird das ausgeschüttet? Das ist doch einfach nur. Das geht doch bei euch noch Vergütungsgruppe und so weiter. Das zum Anreiz wird es beschlossen, dass man sich bewirbt. Bitte? Das ist doch eine Bundesbesoldung, ja, ne? Das steht doch im Bundesbesoldungsgesetz. Was weiß ich was, die wollen ein neues Gesetz rausbringen, deswegen. Ach so. Oh, da geht's noch. Oh, da ist ein verstaubter Fall. Die haben jetzt nicht einfach so gesagt, ja, wir zahlen mehr, sondern die wollen ein Gesetz rausbringen. Dass Anwärter ab dem Jahr höher besoldet werden. Das ist. Ja, aber das muss doch unglücklich werden, das ist bitter. Das ist diskriminierend. Ja, ja. Was du kaufst dir ein Fort und ja, so, sorry. Scheiße, ich glaube, mein Spiel ist gerade abgekackt. Bam. Also ich kaufe mir ein Ford, fahre einen damit um und nur Ford wird angezeigt. Ja, kannst du gar nicht hochladen, die Beweise. Übrigens, Herr Raven King. Hä? Der Herr Lutzkor ist im Chat. Ich komm gleich. Den kennst du auch. Könntest du am Namen erkennen? Nee. Nee! Wird der Betreiber geärgert. Ja. Warum guckt denn der so einen Scheiß über uns? Warum guckst du so einen Scheiß, Dreckmann? Jetzt bist du drin. Ah jo. Was machen wir? Sind wir nicht raus? Doch, wir müssen wieder raus. Ich bin rausgeflogen, wartet mal. Ach so, du hängst bei uns, ne? Ja. Ich komm gleich noch. Langeweile. Rein. So ein bisschen ja, popeln und gucken. Mach mal Portal. Ach ja, mach ich. Brutal Portal. Dann machst du, dann mach. Jetzt hängt gerade. Jetzt hängt's bei mir. Ja, ich join. Was fällt dir ein? Es hängt auch bei mir, ich kann keine Gegenstände aufnehmen. So. Jetzt müsst du wieder gehen. Ich habe Portali gemacht. Ich komme. Wie war das, Papa? Bleibt die Glasfaser. So. Ja. Popeln und Google. Ja. So, pass auf, ich würde gerne. Da oben. Bei mir hängt's auch ohne rum. Mäntel. Da ist ein Tagebuch. Vielleicht gibt es XP, wenn man es liest. Hier, verstaubtes Tagebuch. Dann mach mal du. Stufenabstieg!
Was, Stufenaufstieg schon? Ja. Ich was? Hab, glaube ich, noch ein Viertel frei. Ja, Alter, Vater, jetzt halte ich nur zurück, du musst jetzt weg von uns. Du darfst jetzt nicht mehr mitspielen. Das geht nicht. Ja, ich, da waren wir doch schon. Ich hoffe, dass das Datum reicht, ich hoffe es. Okay, wir müssen noch links, ne? Ja. Da kommen ganz viele. Wo? Da oben, wo es bleibt. Ja, muss doch ein Trendoni jetzt erstmal wegbleiben. Naja. Gag. Ja, Hauptauge. Schlechtes Arschloch, du Schlauch. Ich dachte, ihr bemerkt mich nicht. Wenn du nicht so geil wärst, du Arschloch. Du geiles. Ach. Ja, Lutz, ich bin ammo gespannt, ob das reicht mit der Demo, aber ist denn eh scheißegal. War fast 5 Millionen Menschen haben dort gegen unterschrieben. Aber die Merkel gesagt, nee, das machen wir doch. Bin da. Und ab geht's. Nein, das machen wir doch. Nein, das machen wir doch. Das ist doch ein Weg. Ja, stimmt, wir sind ja Bots. Ja, genau. Ja, ich sehe den Weg. Ach. Oh, gut. Hm. A trap schon? Trap. A trap. It's a trap. It's a trap. Waren alles nur Gmail-Adressen? Hi, Sandra. Kannst du mal den Lutz fragen, ob der Vermieter endlich die der ausgetauscht hat? Der hört dich doch, ach du Depp. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man mich gescheit hört. Doch, man hört dich super. Ich hab das eingestellt, man dürfte dich super hören. Ah, gut. Er schreibt schon, wie, wo, was? Was? Wie, wo, was? Ob der Vermieter... Was? Was hast du gesprochen? Die der schon ausgetauscht hat. Die Tür? Die Küche. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Tür in der Küche, ob die gemacht wird. Haha, Alter, frag nicht, sagt er. Danke. Dann nicht. Nein, er hat nur gesagt, frag nicht, geht dich nichts an. Das ist... Privat. Er hat eine gebrauchte vom Flohmarkt gekauft. Auf dem Flohmarkt, eine gebrauchte. Also hat's der Vermieter doch nicht gehört. Da passen die Scharniere nicht. Ist jetzt angelehnt an die Küche? Servus Overflow, hi. Oh, diese Ration, die sind wichtig, die haben noch irgendwas zu tun. Achso, ich hab in die Küche der Loch neu gerannt gehabt, ne? War ein Loch drin. Aus Versehen. Mit deinem Schwanz. Dann hab ich gesagt, hier, da. Und so, Loch drin. Und da habe ich schon der ausgesucht, gerade beim Baumarkt gestanden, haben auch gerufen. Und das ist so Mahagoni Imitat, ne? Was die früher gemacht haben, so in den 90er oder so, was total out ist, was du gar nicht mehr kriegst. Na, ich sag doch, ich habe gescheit der. Bla bla. Oder hat er ewig rumgemacht, er will eine Mahagoni-Tür. Er will. Warte mal kurz, er schreibt, die alte Tür ist noch drin und die mega seltene steht jetzt im Keller. So kurz als Update, erzähl weiter. Und da habe ich dann gesagt, und dann hat er bloß gesagt, wenn sie nicht fähig sind, so eine Tür zu holen, dann soll ich es los. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lasse ich es. So, der kriegst du nicht mehr. Außerdem, das wäre eh über die Versicherung gegangen. Sagen wir nicht links runter? Hat 30 Euro gekostet, hat er gesagt. Und ja, das ist so wie das letzte Mal, wo man nur Schwanz verstanden hat, Herr Mendel. Wartet mal, was ist denn da unten bei dem Stand? Konntet ihr dann nur eine Quest annehmen, oder? Ja. Okay. So, jetzt bin ich ins Stufe gestiegen. Ich noch nicht. Okay, dann wartet mal noch auf den Lord Backpulver und dann... Der Stern war nur die Quest ohne. Okay. Jo. Da ist ein Brick. Ja, so ist ein Gras, markierter Stein. Hybrid. Würde ja gerne ausziehen, aber find mal was Gescheites, ja. Kommst zu mir auf die Couch. Fogel mal bitte. Dich doch. Ist eigentlich im Wohnzimmer das vergilbte Glas noch drin oder hat er dir 8 Uhr geboten, dass ihr mit dem Stäh das Euro, dass du Glasversicherung bei ihm abschließt, weil der ist ja fast nicht Versicherungsmakler, oder? Der hat mir damals auch geboten, weil das Glas mittlerweile ein bisschen milchig ist, dass ich bei ihm eine Glasversicherung abschließe. Und dass du die Scheibe kaputt machst, ne? Und dass ich dann mit dem Stäh die Scheibe euch schlage. Bei ihm genau das Gleiche, schreibt er. Genau das Gleiche. Ja.
Stufe. Und die letzte Burg ist, was ihr Master Frog, geht mittlerweile die Spülmaschine. Soll man leveln? Ja. 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 Das ist so übel, dass er dann noch drin hockt. Kein Plan, hab sie rausgeworfen. Oh Mann. Hast du gehört? Ja. Mehr Platz. Ach ja. Devotion. Jetzt habe ich vorhin geguckt, was ich leveln kann. Und habe mich noch nicht dazu entschieden. Huch, warum ist denn das so dunkel auf einmal hier? Es geht nicht. So, wie heißt das? Berührung der Flamme. Okay. Wird nur ein bisschen enger auf der Couch. Ist die Waschmaschine auf der Couch oder was? Welche Waschmaschine? Also die Spülmaschinen, Mensch. Spülmaschinen. Du hier Konstitution Level? Ach so, mach ich jetzt auf der Couch. Ja, ab und zu. Also Konstitution ist bei mir sogar der höchste Wert im Moment. 296 bei mir. 325. Ja, bei mir ist Raffinesse bei 331. Du hast Geist viel, ne? Ja, 219 habe ich Geist. Okay, ja, schau mal. Warte mal, ich muss mal was umstellen. Sollen wir da unten dann erstmal in die Mine rein oder erstmal noch ein bisschen clearen draußen? Moment. Wir sollen durch die Minen gehen, durch die Minen gehen. Die Minen von Moria. Moria. Nerischatuk. Ja, das, so. Das ist so. Okay. They're taking the hobbits to Isengard. Was hat er gesagt? Also gehen wir jetzt in die Mine. Ja, können wir machen. Aber warte mal, wie sieht denn bei euch die Items aus? Weil da unten gibt es wahrscheinlich wieder einen Haufen Items. Wollt ihr noch was verticken oder so? Ne, bei mir passt. Okay, bei mir auch. Alles gut. Ja. Eine Mine. Bleistiftmine. Wir hauen die Bleistifte aus dem Gelee Royal. Ja. Ich hab grad den Marmelade hier drin oder was? Ja, das ist wie bei SpongeBob. Kannst du ja auf dem Brötchen schmieren. SpongeBob ist so gut. Ja, SpongeBob ist geil. Ich fand's früher besser wie heute. Ja, der Autor, der eigentliche, der ist seit ein paar Jahren nicht mit dabei. Deswegen ist die Qualität ein bisschen downgegangen. Aber wenigstens hat er den Film noch gemacht und hier noch der Hasselhoff gerettet, das war's wichtig. Den Hoff. Sorry, jetzt haben wir das Unternet gemacht. Man kann wieder zurückgehen. Was haben wir Unternet gemacht? Der Zippel unter links. Ja, ist nicht verbunden. Ich hab auch gedacht, man kommt außer rum hier. Bitte. Devotion. Na gut, das ist ja auch. Den ganzen Schulge. Ach. Hey. Kennst Killing the Hoff den Film? Ne, kenn ich nicht. Nein. Warum will der Lutz ausziehen? Eigentlich, so generell. Weil an sich ist der Vermieter, das Gute an dem Vermieter ist, was sieht man eigentlich nicht unbedingt, wenn nicht gerade was ist. Ich warte und leite dir die Antwort weiter. Sag mal, habt ihr beide Stiefel, die euch schneller machen? Rennt wie die Bekloppten. Oh.
Wo lang, wo lang? Oh, Comet, oh, Comet, oh, Comet. Bin du direkt in sein Neu gerannt, aus Versehen. Wo liegt Dynamit? Oh, da können wir zurück und dann, Wo liegt Dynamit? Da lag links, lag links, das war sogar ein Quest. Den Weg frei machen, sammle Dynamit, zerstöre die Banditenbarrikade, die Straße blockiert. Welche so. Straße? Wo war denn das? Oh, ich komm mal drauf nach. Machen wir erst schon für ohne Clear, oder? Mhm. Ja, warte mal, ich muss noch auf der Lord Buckpulver warten. Wo ist er dann? Da steht er. Warte mal ganz kurz. Warte, ich da unten mit Molotov-Cocktails. Benutzschreib braucht endlich, also er will einen dritten Raum. Für SM-Keller und Gaming. Also, das ist nachvollziehbar. Ja, ne, verstehe ich auch. Ja. Hm? Der geile Bock. Oh ne, komm mal eigentlich wieder hoch. Oh, mein Inventar ist voll. Inventar? Streitkolben der Bindung. Ich lass mir die gelben Dinge schon gar nicht mehr anzeigen. Ja, mach ich auch jetzt. Das ist mir zu. Liebesschaukel in der Küche ist so unpraktisch. Flammt man sich so oft die Eier an, ja, das verstehe ich. Hat jemand eine Idee fürs Wochenende fürs Essen? Fragt der Herr Mendel. Hat jemand eine gute Essensidee für der Herr Mendel? Geköllte und Leberwurst. Oh ja. Ein Gurke. Ah jo. Oder ein guter Handkäse-Eulege, das mache ich gern. Da ist nichts mehr, oder? Wenn die Frauen mir rum macht, hat sie auch Handkäse. Gouda, hä? Gouda. Du Kauder. Schöne Emmentaler. Ein Kauder. Du Kauder. 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 Kauderwelsch. Handkäse liebe... gab's erst. Dann. Ein geiler Auflauf. Ein Lachsauflauf. Mit Lachs und Auflauf. Ein Spieß, aufgespießter Lachsauflauf. Spießlauf. Spießrudenlauf. Mit Bude, Spieß und Auflauf. Genau. Viel Rute. Schloss mal erst auf rechts, gell? Halt, da ist noch immer ein Stern, ne? Wir hätten das nicht gemacht, was man machen muss. Ha. Aber der Stern holt uns doch raus. Da unten ist aber die Sprengstelle, die wir sprengen sollen. Ah, okay. Das ist von hier, sehe ich. Gute Pfälzer Brotzeit, ja. Da, nach unten. Boah, nichts Schlimmeres wie Lachs, erstmal, okay. Gibt jetzt erstmal Keule hier unten. Warm. Ein Kartoffelsalat. Ja. Den muss ich aussprechen. Dann mach. Ich hab nicht genug Dynamit. Ah. Um. Ich hab genug. Alt. Wollen wir nicht ohne Klären? Ja. Doch, warte, wir gehen zurück. Da kommen aber ein paar viele. So. Okay. Die haben bestimmt schon Angst vor uns, denken sich dann, ey. Oh, das sind die drei schon wieder. Das sind die drei Engel für Charlie. Drei Engel für Charlie. Vor allem die Namen drei Engel für Charlie, weil es ist, glaube ich, alt für die Furz. Ja. Blutbart Schlabberlatz. Die Burschenstufe. Michelin, der geht's grad. Diese Rüstung. Ich hab mir mal überlegt, was der komischste, ekligste Name so kennt, den es nicht gibt, aber der sich noch immer so hört, als geht's doch. Und dann ist Adelhaut rausgekommen. Die Adelhaut? Die Adelhaut. Du denkst steuern schrumpelige Haut irgendwie, ich weiß auch nicht. Rette ich irgendwie eklig so. Aber blau ist Blut. So, nix. So, dann haben wir hier geklärt, ne? Wir könnten zu dem. Ganz. Wir können zurück. Wo ist denn Dodo? Komm. Ja, dann warte mal auf uns. Ich war doch. Der killt noch Leute vor. Nein. Ach, Herr Mendel. Aber dann kannst du Schwiegerältere sagen, was sie kochen sollen. Blut, der Waschzupfer. Ja, sag dir nicht, soll der Waschzupfer. Pass mal auf, wir könnten zu dem Tor gehen, was wir gerade gesprengt haben.
und dort Städtelportal aufmachen und Zeug verkaufen. Städtelportal? Städtelportal. Mache ich gerade ins Uf, dann wenn wir da sind. Muss ich denn in Städtel? Hey, mehr du. Ah ja, okay. Aber da links haben wir noch nicht. Clear Reach. Ja, Alter, dann lass mal hingehen. Ist dein Inventar so voll? Nee, du hast ja Höhe. Wo es rechts hoch geht, wo es der Weg hoch geht. Ich habe Berührung der Flammen. Hast du das jetzt auf uns alle? Ja. Ach, ist das für euch alle? Spielt, ja. Och, schön. Ich kann euch auch gleich sagen, was das macht, sobald ich im Menü lesen kann. Also, das macht für euch alle 12 Meter Radius, also klar, ne? 26 Feuerschaden, plus 26% Feuerschaden, plus 26% Blitzschaden, plus 26% Verbrennungsschaden, 26% Stromschaden und als letztes plus 34 Angriffsqualität. Aha. Klingt scheiße. Das ist ein Stern, ne? Das ist krass. Ja, ich hab mit dem Krabbett, kannst du da was machen? Ja, bei mir wird's noch angezeigt. Das ist die Elsa? Nee, oder? Von Frozen? Bitte bring mir lass den mich gehen! Lass mich gehen! Wir müssen dem irgendeinen Talisman bringen. Lass mich gehen! Ich hab so ein kalte Zähne. Es tut so mächtig weh! Ich muss groß! Ich muss groß! Ich mach Blei in die Hose! Ja. Und alles friert doch euch! An meinem Ei. Ich muss groß. Boah, Alter, verdammt. Boah. Ey, was ist denn schon wieder los? Ohne mich. Die Mucken auf. Die Mucken auf. Die Mucken auf. Die wollen auf die Fräs. Aber da sind die drei Engel, fährt Charlie schnell dabei. Charlie. Und ich schwing die Axt und meine Dolche und rennt und schießt. Schießt. Hey, Lutz, du spielst doch Battlefield 5, gell? Halt, da runter. Oder waren wir da schon? Ah, ja, nee, das ist klar. Ich hab vorhin ein Video gesehen mit krasse Easter Eggs. Und es gibt in Battlefield 5, in einer Map, gibt's ein Gattezwerg, so Gattezwergfigur, so wie es bei Half-Life 2 endlich gab. Und wenn du die abknallst, verfolgt dich dem sein Geist über die ganze Map. Erscheint dann immer irgendwo und guckt dich an und rot leuchtet der Arge, das sieht voll geil aus. Muss ich mal googeln. So, dann machen wir hier mal eine Portal. Portali. Portal. Kommen Sie durch nach Burwitschka. Burwitschka. Ach, jetzt immer so schön. Was, ist das, Crossing, was ist das Gegenteil von einem Easter Egg? Okay. Ja, Devil's Crossing. Oder gibt's in Burwitschka besser einen Händler, ne? Sprengmeister verätzt das Horn der Bindung. Sprengmeisterwaffe, bitteschön. Ich muss verkaufen. Oh, ich hab Handschuhe, die nur 105 hätten und hätte welche, die ich durch 140 ersetzen könnte. Aber die Handschuhe geben mir plus 22 Konstitution, plus 19 Raffinesse und plus 18 Angriffsqualität. Ich behalte die Liebe. Würde ich auch behalten, ja. Hm.
Ich hab Stuhl, ich hab Stuhl. Indem ich mich suhl. Ich muss groß. Es geht gleich in die Hose. Ich muss groß. Ich bin so groß. Oh, das ist ein entsetzlicher Stuhl. Das ist ein entsetzlicher Stuhl, Herr Windel. Ach ja. Entsetzlich. Was ist dir heute passiert? North Round ist das Gegenteil von Easter Egg. North Round. Was ist dir heute passiert? Oh, schon komisch in die Hose gemacht, Herr Mendel. Nee, Herr Mendel. Nee. Nee. So. Öki-döki. Moment. Die Hälfte von meinem Menü ist voll mit kleinen Sachen. Und Schrot. Schrot. Ah, ich hab da. Da hab ich Axt. Ach, die Händler haben echt im Moment nix. Was sind da? Das sind da Schnauber, hm? Nee, ich bin gerade an der Kiste und leck Zeug ab. Ja, ich töte gerade alle Gegner. Sehr schön. Okay. Da geh ich auch noch an die Kiste. Aber in dem Spiel gibt's schon 3 Millionen Komponenten, ey. Yep. Ja, du kannst da echt lang im Menü verbringen. Ja, um dir da alles durchzulesen, ich in der Hand. So was schönes Spiel. Ich mag das. So, ich teleportiere mich schon mal zurück und warte auf euch, gell? Achtet drauf, dass ihr das Portal vom Blutbad Schlabberlatz nehmt. Ja. Ah, ich hab, Paul, ich hab, wann haben wir das letzte Mal gespielt? Vorgestern? Ja, glaube. Da habe ich dann noch eine halbe Stunde Alent gespielt, mit einem neuen Charakter, mit dem Controller, weil ich es unbedingt mal ausprobieren wollte. Und die was? Nicht gut. Also, es ist okay, aber das Problem ist, du musst immer ins Menü und Attacke speziell auf eine Taste festlegen. Das ist super ätzend. Und wenn das Menü aufgeht, hast du den Mauszeiger und kontrollierst dann mit dem Analogstick. Also man merkt, dass es so neu gepatcht wird, so. Naja, das ist nicht gut dann. Dann lieber mit Tastatur und Maus. Oh, scheiße, Herr Mendel, nicht in die Knie gehen. Oder das Bellwege da dann, ne? Oh weh. Ach, kacke. Kaka. Bam. Ich hätte mal gescheite Waffe gebraucht hier. Ja. Ewig mit dem gleichen Rotz rumrennen. Entschuldigung. Kann mein Vieh zu dir schicken? Hast du, ist das der Portal Fetti Fox wahrscheinlich? Wie geht denn das? Wie kannst du das? Nächstes Portal von Blutbad Schlabberlatz muss ich nehmen. In der Ecke ist so eine. Ja, bei mir ist da so ein Begleitersymbol und da draufklicken mit links und dann kannst du das rumschicken. Gruppenfenster. Kartenfenster. Charakterfenster. Fähigkeitskodexfenster. Fraktionsfenster. Ganz links oben. Im Bildschirm. Ach ja. Da. Ist Koko! Bei mir ein. Genau. Ah, schon dich, Herr Mendel. Herrlich. Okay, let's go. Links rum. Folgen.
Jetzt lässt sich wie die Viecher immer rumfliegen. Ich mag den Stil von dem Spiel so. Das ist so schön. Classic. Aber jetzt guckt ihr noch mal die Grafik. Oh, das ist nicht viel besser wie Titan Quest. Doch schon. Ach, nee. Wird mein Spiel wieder kurz kranker wie vorhin. Ist kurz vorm Kopf. Nicht schon wieder. Ob Leute so furzen können, dass man davon kotzen muss? Ja, bestimmt. Oh. Ah, da geht's rein. Ich bin direkt. Oh. Nein, egal. Gehen wir nochmal raus. Okay. Jetzt bin ich rein. Zum Glück ist es kein Torchlight. Ja. Seid ihr jetzt draußen? Ja. Jetzt gehen wir aber wieder neu. Gut. Habt ihr jetzt da draußen alles gekillt ohne mich? Das waren nur noch 3 Gegner. Ja, gehen wir jetzt neu oder wieder was? Brennen wir hin? Der steht da hin. Ja. Ja, wir können da reingehen. Wir haben jetzt hier alles cleared. Boah, was für das Blutspritzer sind so. Ja, verstehe ich, Herr Mendel. Verstehe ich. Gib's doch zu, du hast nur keinen Tampon drin. Da hab ich nicht Nase. Nase blute. Weil sie die Regel da aufnimmt und die passiert. Weil ich mir's wert bin. Ich glaube, der Lord Backpulver ist ein bisschen zu jung für den Mittermeier, oder? Nee. Der hat doch letztens. Du hast schon letztens Tag gesagt, wo es zum Essen. Ja, alle. Cool, da kennst du die Sept. Die was? Sept. Achso, ja, das erste Programm, was er gemacht hat. Ja. Ach ja. Das beste Programm. Ja, natürlich. Diesen Boss. Bam. Revolver des Wahnsinns. Aha. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hölle. Was bist du mit mir, Grimdorn. Im März 2 Wochen Urlaub, Herr Mendel. Was hast du denn vor? Wo geht's hin? Bin überhaupt nicht neugierig. Drecksau. Wo geht's denn hin? Ins Wohnzimmer, du Arschloch. So war mein Urlaub. Balkon, ja. Ich hab nicht einmal einen. Ich glaub, das war's. Also, ihr rennt immer irgendwo rum ohne mich. Jetzt raus. Da ist noch eine Leiche mit ganz viel Zeugs. Ach, Kacke. Bin ich gerade eben raus. Jetzt bin ich wieder drin. Wo ist die Leiche? Ja, wo ist er dann? Wo ist er dann? Schild. Er hat ein knallrotes Popoloch. Alter, der Helm sieht ja mal übel aus. Dieses Popoloch schick ich hinein. Guck mal, ich bin eine Rakete. Rakete. Ich komme her. Rakete, Mensch. Zeig woher. Ach, sind wir hässlich. Ja. Braucht jemand das hier? Das ist gut. Das ist gut. Oder das Grüne, das ist auch gut. Ne, das Grüne brauche ich nicht, dann werfe ich wieder raus. Oh. Er nimmt sich Urlaub, weil der Claire kommt in den Kindergarten und wird 3. Oh. Und er wird 38. Oh.
Und hat jemand die Kapuze gebrauchen können oder nicht? Ich nicht. Ja, dem, ich mache schon mehr Schaden damit, aber der Rüstungswert ist schlechter wie meiner. Ich überlege. Wer braucht eine Rüstung? Ja. Papalapup. Beste Verteidigung ist der Angriff. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, alle drei Sachen zu leveln. Je nachdem, ja, was für eine Zweitklasse du halt auch noch holst, ne? Ja. Oh, da braucht man was zum Opfern. Ich habe aber nichts. Also. Ich habe natürlich was. Devotion. Okay, Devotion. Devotion. Brauchst du das Gewehr? Yep. Danke. Das ist gut. Bitte. Ah, da muss ich aber nochmal in die Stadt, bevor ich das benutzen kann. Deswegen? Weil ich doch vom letzten Mal da geile Munition da rein habe. Ah, okay, verstehe. Gehen wir in die Stadt? Ich brauche irgendwas, was Blitzschirm. Können wir mal schnell machen eigentlich, dann kann ich das schnell erledigen. Macht er irgendwas Blitzschirm? Ich hab nichts mit Blitzschirm. Ich kann mal gucken, ob ich was hab. Warte mal, bevor ich es vertick. Oh, warte mal, ich guck, ach, ein Stein oder was? Nee, ich meine bei die Devotion-Punkte, aber egal. Ach so. Okay. Sorry, ich habe mich nicht ausgedrückt. Was kannst du eigentlich? Keine Ahnung. Schimmler. Oh, das ist schön. Wenn der Gegenstand ausgewählt wird, wird die angebrachte Komponente zerstört. Nee, Komponente will ich haben. Okay. Du musst echt aufpassen, was will ich behalten. Ja. So, raus aus dem Menü. Raus. Jarp. Bin gespannt, ob ich zur Inventur kommen muss. Wie viele Tage wären das, Herr Mendel? Raven King, der ist gut, der Deutsch. Muss mal angucken. Wo? Was brauchst du denn? Am Händler? Ich kann es gerade benutzen. Geist? Ich mach doch für Geist. Oh Gott! Aber der ist gut, oder? Nein. Ich kann nicht benutzen. Hast du dich wieder ausgezogen, Raven King? Alter, fieses Mundwerk. Fieses Mundwerk, du bist ein böser Bub. Böser, böser Junge. Chef, dein Papa hat angerufen, der war wieder so böse. Der war so böse. Devotion. Alter, Vater, kann ich nicht mal immer irgendeine geile Waffe jetzt hier haben und warum ist es immer alles nur einmal so? Kannst du mich fragen. Chalet Royal. Chalet Royal. Für was braucht man das? Das, später, wenn du, bauen. Ja. Craften. Ja. Craft-Ding. Da hab ich ja aus Versehen das falsche Stell genommen, ne? Jo. Das ist scheiße. Aber egal, auf dem Schwierigkeitsgrad, ein Tag Inventur, ja, ich drück dir die Daumen, dass du nicht hin musst. Wo ist denn, muss man jetzt hier Felsen küsten, oder? Fetti Furz. Wenn ihr ins Menü geht, ne? Das ja. War fast eine Beleidigung. Und dann ist doch unten rechts immer so ein Zettel, was man hier legen kann. Und links ist auch noch ein Platz. Hä? Wo? Was? Wie? Ins Menü gehst, schnell, hast du in der Mitte Gürtel, oder? Ja, links, das ist der Stell, den du der Crafter kannst. Links ist das mächtigste, mächtiges Relikt. Ja, und das kannst du bei dem Typ machen, der ist unterhalb von dem Truhe-Typ. Und dann kommt einfach irgendein Zeug neu. Oder? Ja, du hast doch fünf verschiedene Punkte, wo du dir was herstellen kannst. Da steht dann was dabei, ein Name dafür. Und dann steht da dabei, was für Rezepte du brauchst. Und da ist unter anderem sowas wie dieses Gelee Royal oder sowas. Weißt du? Mhm. Und da habe ich einen falschen Stell ausgewählt. Oh. Hast du auch schon einen Stell not back drüber? Jo. Mach ich das als nächstes. Wir können auch nochmal schnell in die Stadt zurück. Ohne ist das Portal und du guckst schnell. Okay. Das ist ja kein Problem. Ach. Was soll der Geiz, da ist es. Ich geh mal eine Gegnergruppe töten, dass ich ein bisschen mit euch erlebe. Ja, nee, da muss ich aber dabei sein, weil ich bin genauso weit wie du. Nee, bist du nicht. Ich bin hinter dir. Das weiß ich ganz genau.
Echt? Mhm. Ach, was hat hier Portal jetzt? Warum hängt denn das jetzt? Weil der Raven King sich teleportiert. Nicht. Aber da oben ist eh ein Portal, was du benutzen könntest. Wo ist jetzt der Typ, der das macht? Warte, ich zeig dir das schnell. So. Warte, ich guck. Was für Sachen mache ich da neu? Wart, wo bist du? Gut. Die Stadt. Ich hab 6 Gegner getötet. Ja, du bist bei dem. Du bist bei dem. Siehst du mächtige Relikte, ein Gleichgewicht, Inferno, Katastrophe, Zerstörung. Genau. Hä? Ich raff's nicht. Bei dem Typ da? Ja, bei dem hier. Drauf, und was für Gegenstände mache ich da neu? Also das Ende braucht zum Beispiel Kotons Blut, vergessene Glut, massiver Panzer. Bei mir steht gar nichts. Kombinieren, gar nichts. Was? Hast du Schriftrollen gefunden? Ja, Schriftrolle, Rezepte. Die musst du auch einsetzen. Oh, drüben steht die Daumen, Herr Mendel. Was ist denn los? Ich hab nur diese Logbücher. Bis zum Finanzamt. Ich hab nur so diese Notizzettelchen. Scheiße, hat jemand noch einen gezackten Stachel fertig? Ich kann ein geiles Gewehr machen für dich, Renton. Was? Ein Gewehr. Nee, was du brauchst? Ich brauche ein gezackter Stachel. Wo kriegt man doch Rezepte? Ich habe überhaupt gar kein Rezept. Wie findest du? Ich habe kein Rezept. Ah. Hier? Liegt's auf dem Boden? Was? Der gezackte Stachel. Ach, das war aber nur ein Teilkomponent. Ich brauche einen fertigen. Also ich habe kein Rezept. Ich habe noch nie eins gehabt. Ah, ich habe einen fertigen. Nee, habe ich nicht. Hab ich doch. Die findest du unterwegs halt. Und dann kannst du die bei dem abgeben. Doch. Steffen. Gut, danke. Das Auge. Okay, keine Ahnung. Ich habe es irgendwie verkackt. Ich habe kein Rezept. Ist das gut? Das ist ein bisschen schwächer wie das, was ich hab. Ach verdammt. Das sieht gut aus. Sieht doch geil aus. Kann man das Rezept auch kaufen? Glaub's nicht. Weiß es aber nicht. Ich glaub's nicht. Die gab's, glaube ich, gab's die bei einem Boss oder so? Die droppen Gegner. Was du hörst im September, also der Herr Mendel, du hast im September die Steuer abgeben und bis jetzt ist nichts gekommen. Das ist sehr strange. Hat jemand noch so einen Stell? Schlecht, nicht so gut. Was für ein Stell? Ach, egal. So. Aber ich würde dann wieder so um 22 Uhr Schluss machen. Okay. Wenn's genehm ist. Oje. Wo müssen wir jetzt hier Rift in Old Agovia, oder? Agovia. Nostrovia. Warten auf mich. Kann man so doof sein? Hier geht's lang. Was denn? Ich hab kein anderes Rezept, wo ich gefunden hätte. Ja, vielleicht ist für dich auch keins getroppt. Du kannst ja nichts dafür. Ja. Oh, ja, hier gibt's was. Also, du kriegst vom Finanzamt auf jeden Fall Rückmeldung, Herr Mendel. Also, irgendwas hätte kommen müssen. Selbst wenn's nichts gibt. Also. Also hier bei dem Händler kann man Rezepte kaufen. Oh, ich ruf, besserer Ruf. Ja, das Spiel hat irgendwie so ein Rufsystem, ne? Wo du in der Gegend, wo du Quests machst,
Ruf? Mit dem ist Tolerier. Wo sieht man seinen Ruf? Also Tolerier. Ohne beim. Ganz ohne links, Fraktionsfenster mit J. Aha. Ja, wir sind bloß toleriert. Wo sind wir hier? Sind wir hier in Rover? Ich glaub's. Beamten-Mikado? Ne, kenn ich nicht. Beamten-Mikado? Aber links waren Sternen, gell? Gerade eben. Wo aber links? Da, wo wir herkommen sind. Also, ich habe echt noch nie ein Rezept gefunden. Ja, weil vermutlich kennst du den Dynamit. Hat jemand den Dynamit? Mhm. Ich hatte nur das Ende für die Quest. Warte mal, ich guck. Das Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt, ist raus. Nicht lustig. Nicht lustig. Ich habe Schrott, reicht das? Gut, gut, jetzt zurück an die Arbeit. Ich habe dafür irgendwas Schrott gegeben, ich habe mir nicht durchgelesen für was. Ich habe meinen Boss endlos gemacht. Naja. Na, das war's. Okay. Ist ja nix. Das ist echt komisch, dass bei mir sowas ist, dann droppt. Vielleicht hast du Sachen verkauft? Okay. Und dann kann man dann diese Steine machen oder Gegenstände? Ja, je nachdem, was für Rezepte du hast. Die Rezepte für Gegenstände, die kannst du, glaube ich, sofort benutzen. Mit Zeug, was du im Inventar hast. Und das andere ist halt für diesen Ende Schmied, dass der dir diese Stäbe macht. Aber die Stäbe, die er machen konnte, die bringen gar nicht so viel. Die erste, also die sind noch ziemlich low. 15 Raffinesse und 4% Angriffsgeschwindigkeit ist aber jetzt nicht so ohne. Hui. Muss man eigentlich noch die Quest abgeben können, oder? Die sind jetzt freundlich bei den Roten. Oh, welche? Ich hab Eva automatisch XP gekriegt für das Vieh. Ich auch. Na dann. Steffen, knapp. Was ist ja auch noch? Tipp. Was? Ah, hier ist noch eine Höhle. Ah, warte, dann geh mal durch hier. Ich komme. Aber wir können noch da hinten rumlaufen, ne? Ist ja auch noch stimmt, was. Ja. Ah, ja. Da sind noch zwei Dinger, da ganz hinten. Oder ganz rechts. Da kommen wir noch nicht hoch, ne? Hier. Ach, die baut bestimmt den Aufzug. Später. Ach, da geht's nirgendwo lang. Okay. Na dann. Mein Fehler. Na, hier geht's aber lang. Nee, war nicht. Ja, bist du zu dem Dorf, Antoni? Nee. Steht da, wo dieser Aufzug ist, der noch nicht da ist. Ich guck. Schon nein, wird direkt auf dich geschossen. So wie auf der Erde. Eieiei. Aber schießt was.
Ich bin tot. Okay. Boah, ich bin 8 Leute tot. Dann kann man mal jemanden Portal aufmachen. Moment. Schau, wenn's auf. Der hat Dynamit gehabt. Ich kann kurz leveln. Ja, wenn ich denn sehe, der auf den Lord Backpulver schießt. Ich bin noch kein Level up. Wie gesagt. Ich lieg noch ein bisschen weit hin. Mach jetzt heier und zwar leise. Nun gut, ich geh ins Bett. Das war wie immer nicht. Artikel 13 ist echt scheiße. Jetzt mache ich heier und zwar leise. Drum kommt es, wie es kommen muss. Euer Herr Mendel macht jetzt Schluss. Euch drei noch viel Spaß. Bis um 10, das war's. Aber nicht verzagen. Mendel fragen, denn ihr wisst ja, bis die Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Euer Herr Mendel. Ich will Vorsprung rausholen. Oh. Wo seid ihr lang? Ohne. Ohne, aber ohne. Hier ist aber nichts. Geht's noch weiter, oder? Ah, Stufe 26, jetzt. Juhu, weil ich die Notiz gelesen habe. So, jetzt kann man lesen. Dividen. Warte, ich komm noch zu euch. Zu euch! Ich komm zu euch, die Wursche. So. So. Ha, was machen wir da Schönes? Lecker Wasser. Lecker Wasser. So. Bei den Gates. Ich habe jetzt nochmal Dynamit gefunden, ja. Das ist gut. Ich habe eins. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Ich will so einen scheiß Bauplan, ich will das ausprobieren. Das fuchst mich echt, ich hab nie irgend sowas gekriegt. Das wundert mich echt. Wie oft droppt das bei euch? Ich hab Enderkret. Hämol. Ich hab auch, glaube ich, einen gekriegt mal. Oder zwei, ich weiß es gar nicht. Irgendwie müssen wir doch hoch, ne? Doch, geht's noch nicht lange. Ich denke, du kommst später wieder hier, wenn du den anderen Weg freigesprengt hast, oder? Ah, ne, ihr geht, glaube ich, richtig nicht gefolgt. Aber dann mal auf Steff wenden. Ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Kleine Duftgier. Hier bin ich. Wo sind mein Vieh? So. Okay. Dann können wir over raus. Dum 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 dum. Da war doch irgendwo Stell für Dynamit vorhin, oder? Hm. Ja. Aber nicht hier.
so wenig Gegner hier. Questfortschritt. Ah, Banditenlager. Schmieden. Schmieden. Schmiede hier werden Banditen geschmiedet. Ja. Verrecke ich jetzt schon wieder? Jedes Mal. Soll ich vielleicht doch ein bisschen Konstitution leveln, ne? Ich hab 2548 Leben. Leben! Macht mir einer mal eine Portade. Ist Portal? Ja. Hä? Jetzt bin ich in der Mine? Hä? Oh, hast du das Falsche genommen? Nee, eigentlich das Richtige. Aber das hat sich nicht aktualisiert. Ich hab jetzt noch eins aufgemacht. Jo, okay. Das schon vergiss nicht dein Spielergrab zu looten. Oh ja. Ich hab hier noch ein Gewehr. Mhm. So, sollen wir jetzt erstmal nach unten oder wohin? Können wir nach unten, oder? Ja, da ist nichts. Das ist nur die Verbindung. Achso, halt dann. Erstmal gucke. Oder an der Aufzug, wo der Sprengstoff hinkommt. Nee, der am Auf. Ach, das war rechts vom Aufzug, gell? Ich glaub. Ja. Geh ich Mutter hin. Geh mal Mutter hin. Mutter hin. Let's go! Ich glaube, hier sind keine Banditenschmiede, oder? Ah, wenn. Aber noch ein bisschen offen. Zenras, schlurf gut. Ja, auch eine gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Gute Nacht. Nichtli. Braucht jemand. Wenn wir da drin sind, braucht jemand Dings, die Bums, die Schultern. Zeug. Aber ich glaube, die sind nix für uns. Dings, die Bums, die. Ein. Epische Schultern. Okay, was sind sie denn? Warte.
Ich habe schon ewig keine neue Schulter mehr gehabt, wir könnten es verfallen. Ja, du sagst es. Hä? Was macht ihr? Wo ist denn der Renton? Moment, ich stehe hier und guck grad. Hä, wir waren hier, das ist ein Loch, wir waren hier in der Höhle, ne? Hast du diese Schultern jetzt rausgeschmissen, oder? Ja, aber die lagen da rum, du hast nichts gesagt. Hä? Ja. Ich kann den nicht aufnehmen. Mhm. Ah, jetzt. Ah! Sind sie weg? Ah, jetzt hier. Hey, aber du musst sie nicht aufnehmen. Du kannst auch am Boden, wenn du mit dem Mauszeiger drauf gehst, siehst du die. Steht's. Angriffsfähigkeit. Ach, das ist da, wo wir schon drin waren. Ah, jo. Hab ich ja gesagt. Hey. Quasi sind mir das Loch runtergefallen. Ach so, kann wieder rausgehen. An dem Loch nicht, leider. Müssen wir wieder zum Ausgang gehen. Also der Loot gefällt mir im Moment überhaupt nicht. Bei mir ist eigentlich nee, gut, ich krieg gute Loot. Ein bisschen mau. Ich hab jetzt gute neue Rüstung gekriegt, so. Ewig schon gleich Scheiß. Aber wir müssen dann nach oben, da hinten geht's nicht mehr weiter, ne? War da gar nichts mehr? Auch kein Loot mehr oder so? Okay. Denk's nicht. Wir könnten vielleicht jetzt nochmal ins Dorf, wenn unser Ruf besser ist, können wir bei dem Händler vielleicht was holen. Kommt drauf an, wie hoch der ist. Wir sind jetzt erst freundlich. Irgendwie müssen wir da runterkommen, oder ist hier noch der Stand für das, für die Banditenschmiede, die Ende? Ja, doch, ist er. Wo? Vielleicht wird irgendwann der Fahrstuhl repariert oder so. Ja, ich hab der einen Tussi im Dorf ja Schrott gegeben. Ja, vielleicht wird es irgendwann später. Hä? Da. Ab geht's halt. Hä? Wenn du auf die Großmap guckst. Dynamite! Hat jemand Dynamit eingesammelt? Ich hab's ganz genau gesehen. Ich erwische nicht. Ist da unten das nächste Banditenlager? Der hat aber ganz schön viel Geld dabei. Ich hab ein Achievement gekriegt. Mhm. Monsterschleer. Ey.
geht's nach der Treppe runter, ne? Hm? Wo? Hier. Wart. Oh. Hier. Ah. Aber, hä? Kann man doch nicht drauf? Ja. Okay, nee. Sorry. Sternchen. Ruf erhalten. Für Devils Crossing. Da waren wir schon drin. Sicher? Warte? Nee, ich glaube nicht. Da ist ein Stern. Dann clearen wir aber erstmal das Dorf schnell noch. Dynamite. Dynamite. Jetzt hab ich eins. Du bist ja Bombe. Warte, unten noch. Ja. TNT. ADAC zahlt schon die Gebühr. Was ist hier? Ach, du ist das andere Ende vom Aufzug. Verstehe. Warten Sie, muss ich gucken. Also allein schon wegen dem Aussehen muss ich die eigentlich anziehen. Ich habe Schulterrüstung, die brennen. Und jetzt brennst du noch mehr. Gehen wir noch schnell rein, clearen das, dann gehen wir zum Dorf gucken, ob der Händler was hat. Und dann ist Schluss. Na denn. Dann ist Duki Duki. Warte, Mutter, Raven King fehlt noch, oder? Komm schon. Los. Ah, the Paul is on fire. Ich bin elektrisiert. Hast du deinen Luftballon an deine Birn gerüber? Nicht an der Birn. Sondern an der Birn. Sondern am Schwamm. Gibt es was Größeres? Wenn du, ja, wenn du Portal ist, dann ist was Größeres da. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Was war denn da oben rechts? Gingst du nicht weiter? Doch, war schon weiter. Aber du bist wer ist runtergelaufen? Keine Ahnung, weil ich war hinten dran. Ich habe erst gesehen, dass ihr jetzt unten seid. Aber da ohne ist ein Schrein. Das ist ja zum Schreien. Das Schrein. Das ist ja zum Schreien. Schrein? Schrein. Ein Schreini. Oh. Hello everybody. Guten Tag! Warum blitze ich eigentlich nicht mehr? Was? Wie opfern? Machen. Ich muss ein Item opfern.
Okay, was kommt da neu? Wenn, ich kann es auch machen, wenn du magst. Der will erbeutete Rüstungsplatz, so. Ah. Devotion. Devotion. Devotion, ne? Ich hatte 2 Punkte übrig. Aber warum? Hattet ihr auch 2 Punkte? Mhm. Vielleicht habe ich vorhin einen vergessen einzusetzen. Devotion. Ach so, habt ihr schon? Ja. Nein, ich bin zu langsam. Ich lese mir nämlich immer noch Zeugs durch von meiner Rüstung, die ich da gefunden habe. Das dauert ein bisschen. Weil ich irgendwie nichts Besseres mehr finde als das, was ich anhabe. Das verwirrt mich ein bisschen. Mach auf jetzt. Scheiß drück. Komm, blaues Zeug. Komm schon. Gib mir Zeug. Gib mir Stoff. Nur scheiß drück. Einfach mal aufgeballert. Alles auf Schäse. Aufgeballert. Ist es vielleicht doch nichts. Ah doch, aber rechts geht's ja weiter. Ja, es geht noch weiter. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Also langsam sieht aus wie so komische Chinesen, die gerade Reis ernten mit seiner komischen Hüt. Ich weiß, was matcht. So langsam könnt ihr mal hier gut sein, weil. Was du wolltest, hier muss verhüllen. Weil? Was? Weil ich gehen muss so langsam. Ja. Mach mal Porte. Oh, da ist ein Boss. Ja, Aladdin nehmen wir noch mit. Boss. Easy. Okay. Da ist noch eine Kiste. So, dann können wir jo zu dem Dorf teleportieren, wo der Händler war, wo der Raven King gucken wollte. Jeder macht eins. Welches Dorf war denn das? Old Arcovia, oder? Ja. Old Arcovia. Nee, direkt neben Burwitschka. Falsch. Nee, richtig. Jeder spricht schon mit irgendwem. Soldat. Devotion. Ah, gebt ihr hier noch die Quest ab oder was ist da los? Ah. Ist die noch nicht fertig oder was? Jetzt habe ich. Rezept. Der Ruf ist im Eimer. Wir sind bloß freundlich, wir brauchen. Der Ruf. Kann man da nichts holen. Immer. Soll man nochmal. Dann mache ich noch immer Portal auf. Dann gehen wir mal in die normale Stadt. Ja. Burwitschka, dann können wir noch Fatigue, bevor wir ausmachen. Devil's Crossing. Ja. Devil's Crossing. Wieso kann ich in my fucking. Jetzt geht's.
Ganz ruhig, ganz ruhig. Schaltet aus, schaltet aus. Schaltet aus. Das ist ein Scheiß. Come see what's left of my wares. 8000 Attribute drauf, aber nichts, was Schaden macht bei den Rüstungen. Das geht mir auf den Mocker. Ah ja, meine Rüstung ist Nachtkacke. Kacke wären sie, wenn nichts überlebe, ditcht, oder? Nee, das, was ich so finde, ist schlechter. Ich habe ein paar Sachen, die besser sind, aber ich will sie nicht ausrüsten, weil dann plus Konstitution und plus Raffinesse und sowas drunter leiden würden, weißt du? Ricatoni calzone al dente. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Haltet die Ohren steif und wir schreiben für nächste Spiele. Jawohl, ja. Gut. Wie schaut's denn morgen allgemein aus? Dass ich weiß, ob ich morgen irgendwie einen Stream plan oder nicht? Bei mir ist schlicht. Okay, gut. Schlicht, schlicht. Alles klar. Dann morgen nicht. Gut. Gut. Dann gute Nacht. Tschüssi. Bye, bye. Tschüssi.